Ich habe keine Lust mehr. Was? Wie bitte? Das fragt ihr euch jetzt sicher. Das hier ist ein neuer Kanal und die Creatorin hat schon keine Lust mehr? Naja, ich erkläre euch das am besten mal. Im Internet und gerade hier auf YouTube gibt es eine ganze Menge Profis und Semi-Profis, die mit Tutorials und anderen Videos den Zuschauern ihr Wissen näher bringen und etwas vermitteln wollen. Leider nutzen die meisten damit ihr gesamtes Wissen und das auf dem Level, das sie gerade haben. Will heißen, sie bringen ihre Videos mit Profibegriffen und häufig mit viel Theorie rüber. Das ist an sich nichts Schlimmes, bringt Anfängern nur nicht immer das, was sie brauchen. Wenn man eher Praktiker als Theoretiker ist und noch ganz am Anfang steht, ist man damit schnell überfordert. Und genauso geht es mir momentan. Deshalb habe ich keine Lust mehr, mir eben von Profis und Semi-Profis etwas vermitteln zu lassen, sondern ich möchte durch Probieren lernen. So, haben wir nun diese Frage schon mal geklärt. Doch nun kommen andere Fragen, beispielsweise: Wer ist diese Person da, der ich gerade zusehe und zuhöre? Oder was will sie denn anders machen? Gute Fragen. Und beide gehen wir nun an. Die erste: Wer bin ich? Ich bin Jocelyn oder kurz Josie. Ich komme aus Deutschland und bin eine neue Content-Creatorin hier auf YouTube. Was habe ich vor? Nun, ich habe zwei neue Hobbys, die beide mit Kunst zu tun haben. Das eine ist das Fotografieren und das andere das Zeichnen. Daraus setzt sich im Übrigen auch der Kanalname zusammen: Q für Kunst, Fo für Fotografie und Zei für Zeichnen. Q, Fo, Zei. Wie man an der Aussage neue Hobbys sehen kann, zähle ich mich in beiden als Anfängerin. Und aus diesem Hintergrund heraus habe ich diesen Kanal gestartet. Ich möchte Videos von einer Anfängerin für Anfänger und mit Anfängern machen. Der Kanal soll zeigen, wie man mit etwas Arbeit und ohne großes Profiwissen wachsen kann. Gemeinsam stehen wir am unteren Ende einer Treppe, die wir gemeinsam erklimmen wollen. Klar habe ich natürlich schon das ein oder andere Material beschafft. Dazu zählt zum Beispiel eine MFT-Kamera, die mich gerade filmt, die ich mir von einer Freundin geliehen habe, die sie nicht braucht momentan. Welche Kamera das genau ist, das zeige ich euch im nächsten Video, denn in dem will ich euch das vorhandene Material für den Fotografie-Teil näher bringen. Ebenso habe ich natürlich auch schon einiges Material, was das Zeichnen angeht. Stifte, Papier, anderes an Hilfsmitteln, was man braucht. Und das wird dann Teil des dritten Videos sein, das kommt, wo es um das Zeichenmaterial geht. Beide kommenden Videos heißen aber nicht, dass ihr genau das gleiche Material benutzen müsst, das ich benutze, sondern ihr könnt natürlich das nehmen, was ihr habt. Was allerdings zum Fotografieren gesagt werden muss: Es geht hier nicht um Handyfotografie, sondern hauptsächlich um das Fotografieren mit einer richtigen Kamera. Spiegelreflex, Systemkamera,
Es wird zwar auch mein Handy benutzt werden, aber hauptsächlich, wie gesagt, geht es um das Fotografieren mit einer richtigen Kamera. Bleibt die Frage offen, wie ich das Ganze angehen will. Ich habe vor, gerade jetzt am Anfang, einmal wöchentlich ein Video hochzuladen. Wenn alles planmäßig läuft, dann wird das immer so am Sonntag kommen. Ich weiß, der YouTube-Algorithmus fordert am Anfang eher mehr machen als weniger. Aber ich möchte euch guten Content liefern und nicht Masse und schlechten Content. Wir werden sehen, das wird mit der Sicherheit auch wachsen und es werden vielleicht in der Woche auch mal dann irgendwann 2 Videos oder 3 Videos kommen, aber das sehen wir dann. Ihr könnt mir aber dabei helfen, indem ihr konstruktive Kritik anbringt, Vorschläge macht, Wünsche äußert. Dazu stehen euch die Kommentare unter diesem Video zur Verfügung oder der dazugehörige Facebook-Account. Einfach mal auf Facebook gehen, Kufuzei eingeben, Kanal oder Seite suchen, dann findet ihr den schon. Die nächsten Tage wird noch ein Instagram-Account folgen. Genau. Mail könnt ihr mir auch schicken. Die ist unten in der Videobeschreibung mit angegeben, beziehungsweise in der Kanalinfo. Aber da kann es sein, weil ich da nicht jeden Tag reingucke, dass es sich ein bisschen verzögert, bis da eine Antwort kommt. Also am besten hier die Kommentarfunktion benutzen. Genau, so. Das hier war also jetzt das erste Video auf dem Kanal Kufuzei. Mir bleiben nur noch ein paar kleine Hinweise. Zum einen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Kommentar habe ich ja schon angesprochen. Wäre natürlich auch schön, wenn ihr den machen würdet. Auch darüber freue ich mich sehr. Ich werde auch jeden einzelnen lesen, das garantiere ich euch. Allerdings geht es unter die Gürtellinie, wird persönlich angreifend, lösche ich den Kanal sofort. Nein, bald lösche ich den Kommentar sofort, nicht den Kanal. So, wenn ihr mir noch weiterhelfen wollt, könnt ihr mir natürlich helfen, indem ihr auf den Abo-Button klickt. Das tut nicht weh, ist nur ein Klick. Und kostet auch nichts. Und wenn ihr kein Video mehr versäumen wollt, dann noch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr eine kurze Mitteilung, wenn was auf dem Kanal passiert. Und ihr verpasst es nicht. Dann bleibt kreativ und tschüss!